Drei Oldenburgerinnen gehören zur deutschen Nationalmannschaft, die ab dem 7. Dezember bei der WM in Serbien antritt. Eine davon musste ein bisschen länger überlegen, Wiebke. Du musstest Beruf und dein womöglich letztes internationales Karriere-Highlight unter einen Hut bringen. Sag mal, beschreib uns mal die Gedanken, die du hattest und die Zweifel. Und wann hast du dich entschieden und wie schnell ging das? Naja, also erstmal ist es natürlich eine große Ehre, zu einer Weltmeisterschaft fahren zu dürfen. Und ich habe mich darüber auch tierisch gefreut. Aber es ist halt einfach schwierig, wenn man schon Vollzeit im Beruf ist, seine eigenen Projekte hat als Architektin, dann muss man erstmal da eine Absprache treffen, wie das läuft, wie die Projekte weitergeführt werden. Ich will mein Projekt ja auch selber nicht verlieren, sondern möchte gerne von vorne bis zur letzten Leistungsphase alles betreuen. Und ja, es hat jetzt ganz gut hingehauen. Das Büro KBG Architekten hat mir dabei sehr geholfen und der Deutsche Handballbund hat dann eine gute Absprache gefunden damit. Ich glaube, deine Kollegen sind ja auch immer bei den Spielen dabei, dann fiel über die Überzeugungsarbeit nicht ganz so schwer, oder? Nee, natürlich. Also das Büro ist sehr sportbegeistert, aber es geht ja da trotzdem darum, dass eine Arbeitskraft fehlt. Da ist auch die Sportbegeisterung natürlich super, aber man muss es irgendwie auch regeln können. Wiebke hat schon bei einer Weltmeisterschaft mitgespielt. Angie, für dich ist die erste Weltmeisterschaft, aber du kennst Serbien. Ist Serbien ein gutes Pflaster für einen internationalen Erfolg? Du kennst Serbien, weil du bei der EM letztes Jahr dabei warst und die war auch in Serbien. Ja, genau. Die war auch in Novi Sad, da wurden wir auch hingelost. Und ich denke, das ist für uns Deutsche mit unserer Mentalität schon eine gute Sache, dass wir dahin kommen, wo wir wissen, wie es ist und wo man gut einkaufen gehen kann und so weiter. Das ist schon ein Vorteil, ja. Wiebke und Anna Lörper, die haben alle schon internationale Erfolge. Du hast auch schon große Erfolge. Deutscher Meister mit dem Frankfurter HC, Pokalsieger mit dem VfL Oldenburg zweimal. Ein internationaler Titel, eine Medaille fehlt dir noch. Ist das jetzt der Zeitpunkt, die WM 2013? Ja, schön wär's. Gucken mal, was wir rausholen können. Vielleicht kann uns das Anna Lörper beantworten, weil du bist die erfahrenste des Oldenburger Trios und wahrscheinlich auch eine der erfahrensten bei der ganzen Weltmeisterschaft. Seine fünfte Weltmeisterschaft. Was meinst du, was ist drin bei der WM, wenn du auch die Entwicklung der Nationalmannschaft anschaust? Also ich möchte hier gar keine Ziele ausgeben, die müssen wir als Mannschaft noch finden. Ich denke, da werden wir auch noch die ein oder andere Besprechung haben, um unsere Zielvorstellung halt auf einen Nenner zu bringen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns nach der verkorksten WM vor 2 Jahren erstmal wieder international nochmal gut darstellen müssen. Und ich bin auch sicher, dass wir die Hauptrunde erreichen können und dann muss man einfach sehen. 6 Mannschaften spielen in der Gruppe. Bei der WM vor 2 Jahren ist Deutschland Fünfter geworden mit 4-6 Punkten, trotz des Sieges gegen Norwegen im ersten Spiel. Wer sind die stärksten Gegner bei der diesjährigen WM? Also es geht gegen Ungarn, gegen Australien, Rumänien, Tunesien und Tschechien. Wer sind die härtesten Konkurrenten im Kampf um einen der oberen Plätze? Dann habt ihr einen leichteren Gegner im Achtelfinale? Also ich denke, Ungarn ist auf jeden Fall einer der stärksten Gegner in unserer Vorrundengruppe. Aber auch Rumänien und auch Tschechien sollte man nicht unterschätzen. Also die haben auch in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht. Und wir nehmen gar keinen Gegner nicht ernst. Und deswegen, da muss man einfach von Spiel zu Spiel sehen. Anna wollte keine Ziele formulieren. Mit welchem Ziel fährst du nach Serbien? Das nächstmögliche Spiel zu gewinnen. Das erste Spiel ist gegen Australien. Wiebke, das muss klappen. Ich habe noch nie gegen Australien gespielt. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat selber noch nie gegen Australien gespielt. Ich habe ehrlich gesagt gerade noch nicht so die Ahnung, aber natürlich will man jedes Spiel gewinnen. Ich wünsche euch eine gute Reise, wir alle. Wir drücken euch die Daumen. Insgesamt 5 Oldenburgerinnen in Serbien. Das wird auch für Oldenburg ein spannendes Turnier. Am 22. Dezember wollen wir alle jubeln. Danke.